Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dirt 4. Wir machen heute weiter mit dem nächsten Rennen und es geht weiter mit dem Land Rush. Wir haben die Rallye-Version abgeschlossen, hier der Triple Crown, und jetzt geht's weiter heute mit Land Rush. Ja, wir machen heute wieder, mal gucken, wie wir es heute machen. Ich überlege mal, wenn wir schnell sind, können wir tatsächlich heute die Woche so machen. Es sind sechs Rennen, ne? Wie mache ich das denn jetzt? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Durch 4 Teile, also 3 Rennen pro Tag. Okay, dann machen wir 3 Rennen pro Tag. Dann sind wir mit der Woche mit dem Landwasch durch. Und ja, dann haben wir das auch abgearbeitet und können nicht so in das große Finale gehen, bevor es dann bald mit Need for Speed Heat weitergeht. Okay, dann gehen wir mal rein in den ersten Teil heute. Starten wir durch. So, wir haben auf jeden Fall wieder ein paar Bedingungen, die wir abschließen müssen. Schießt das Event auf Platz 1 ab, gewinne ein Rennen im Event, schießt das Event ohne Fahrzeugwerkung ab, schießt das Event mit 4 Sekunden weniger angezeigt, sammelt der Strafzettel ab und ohne größere Kollision und erreiche einmal schnellste Rundenzeit im Event. Ja, das Spielchen hatten wir schon mal vor, hoch, keine Ahnung, wie viele Folgen mittlerweile. Wir müssen auf jeden Fall uns wieder ein bisschen durcharbeiten hier mit 8-8. Ich denke, so wieder, dass wir wieder unter die ersten 4 kommen müssen. So, okay, wir brauchen keine Ersatzreifen, das heißt, wir fahren einfach, gehen einfach rein ins. Gut, das geht gleich los. Konzentrier dich. Mal gucken, wie wir was heute hinkriegen. Ah, der Start ist natürlich nicht optimal gelaufen. Aber jetzt geht's gut. Wir sind gut reingekommen in die erste Kurve und legen hier schon mal ein gutes Feuerwerk los. Wir können natürlich. Wir haben nur die Zeitentabelle vor uns. Aber wir führen auf jeden Fall. Die Strecke kennen wir ja noch. Wie gesagt, vor zig Folgen. So, die erste Zwischenzeit haben wir schon mal. Wir wollen natürlich 4 Runden müssen wir heute fahren. Gut gemacht. Du hast in dieser Runde 2 Zehntel aufgeholt. Okay, wunderbar, dann haben wir das. Noch ist es relativ einfach und ich mag dieses Landwash. Das ist einfach ganz cool gemacht auf jeden Fall. Bin mal gespannt, wie das will mit dem Rallye-Kurs dann die Tage wird. Beziehungsweise wird das dann nächste Woche mit dem Links sein. Dann kann man vielleicht auch nächste Woche schon durch sein mit Dirt 4 und dann können wir direkt los, können wir dann durchziehen mit Need for Speed Heat. Dann machen wir nicht Need for Speed, dann machen wir nicht Dirt 2.0, sondern Need for Speed Heat und danach machen wir Dirt 2.0. Aber jetzt müssen wir erstmal hier den Landwash gut überstehen. 2,5 Sekunden, also wir sind nicht ganz wirklich safe weit weg. Den haben wir. Erster Platz.
So, den ersten Teil haben wir schon mal gepackt, liebe Leute. Fahrer im A-Finale rein, werden zu Sieger in der Events gekrönt. Fahrer im B-Finale kämpfen um den Platz 9 und darunter. Also wir sind schon mal im A-Finale. Das ist erstmal das Wichtigste. Haben wir große Kollision? Aha, wunderbar. Das ist jetzt 0. Okay, dann nehme ich Kölle. Gut, viel Glück heute. Ja, danke. Jetzt müsste das Finale sogar schon sein, ne? Ja. Aber wir haben es gut geschafft. Wir sind nur gut durch die erste Kurve gekommen, wollen uns da reinbremsen. Und jetzt gilt es nur noch, das Rennen zu Ende zu fahren. Und das Ding nach Hause zu fahren und dann den ersten Teil zu gewinnen. Aber wie gesagt, heute 6 Runden hier in Mexiko. Jetzt geht es deutlich schneller als auf jeden Fall. Das mit dem Rallye-Ding, hier haben wir keine 16 Kilometer Rennstrecken, sondern wirklich nur die reinen. Diese hier, diese Buckelpisten. Gut gemacht. Du hast in dieser Runde 16 Laufen. Gut, das sollte man sowas sollte man lassen, dieser unnötigen Quersteher hier. Ich habe momentan 2,7 Sekunden. Und das war alles andere als souverän da. Naja, klar. Zweieinhalb Sekunden, danach waren wir nur noch 1,6. Auf jeden Fall haben wir dicke verloren. Aber das war auch nicht souverän da, was wir da geliefert haben. Jetzt haben wir nur noch eine Runde danach, dann sind wir hier schon durch. Wir wollen hier auch die Triple Crown für uns entscheiden. Das ist Teil 2. Ja, ja, bin schon dran, liebe Leute. Bin schon dran. Das werden aber kurze Folgen werden nun nebenbei. Ah, der Abstand ist groß. Ist gut geworden mittlerweile. Wir haben ja keine Karte hier unten. Brauchen wir auch nicht. Da kommen die anderen Fahrer erst. Aber es wird reichen hier, um den Sieg hier davon zu tragen. Großartig. Ja, das war Mexiko. Und die ersten 25 Punkte gehen auf unser Konto. 22 meine zweite, 23 der dritte. Also werden wir auf jeden Fall gucken, ob wir alles grün haben. Ja, wunderbar. Keine Zeitstrafen, haben keine Kollisionen wirklich. Und wir haben die schnellste Runde. Und damit haben wir das Ding voll erfüllt. 90.000 mal wieder aufs Konto. Und das. Ja, den ersten Teil aus den USA sehen wir uns jetzt gleich an. Also es geht auf jeden Fall mit komplett nur Mexiko, USA. Aber wir machen uns erstmal heute mit den USA weiter vertraut. Im ersten Rennen zumindest. Wie gesagt, wir sehen uns ja jedes Mal 3 Rennen an. Auf jeden Fall, die seht ihr auf jeden Fall alle Fälle. Und das wird hier schon das letzte Rennen für heute sein. Also es geht wie gesagt sehr, sehr schnell, aber das ist halt Handwash, ne? Es geht halt alles ein bisschen Fixer.
Und dann, damit reisen wir von Baja, Mexiko nach Kalifornien. Und ja, wie gesagt, das gleiche System. Die vier Top-Fahrer, jedes Semifinale qualifizieren sich für das A-Finale. Die restlichen Fahrer qualifizieren sich für das B-Finale. Wir wollen natürlich im A-Finale landen. Und ich glaube, wir haben die gleichen Aufgaben wie vorher auch. Und hier wollen wir uns erstmal fürs Finale qualifizieren. Gut, das wir dann morgen erst sehen. Da, es gibt gleich die Zeit. Die Ampel grün und die Ampel ist grün und es geht los, liebe Leute. Der Start ist hier immer schlecht gelaufen. Aber wir können es wieder vor Kurve 1 daneben sitzen und dann es ohne Probleme schaffen. Also es wird nicht so einfach wie jetzt in Mexiko. Das ist kein wirkliches Oval, sondern eine etwas kurvenreichere Strecke. Aber egal. Du müsstest es nehmen, wie es ist. Aber ich selbst, ich sollte denken, mal, wir sind jetzt relativ schnell durch. Ja, vor allem, weil bei mir noch diese Woche der Umzug ansteht. Ab Donnerstag. Gehen wir bitte nach. Und das war Runde 1 übrigens schon. Das kriegen wir hin heute. So, Runde 3. 7 Zehntel verloren. Ah, die Abstände sind wieder enger jetzt, ne? Da sind harte Gegner. Aber solange wir noch führen, ist mir das herzlich egal, wie viel wir verlieren oder gewinnen oder was auch immer. Hauptsache, wir sind Erster. Und jetzt geht's in die letzte Runde für heute. Das ist die letzte Runde. So, dann schaffen wir das. Jetzt haben wir gar schon eine Kurve, dann sind wir schon durch. Aber ich glaube, es wird nicht reichen, um absolut eine neue Bestzeit reinzukriegen. Nee. Die liegt bei 38 Sekunden. Und da sind wir schon mal drüber. Das ist mir aber auch herzlich egal. Wir haben es geschafft. Wir stehen im Finale. Und schon bist du im A-Finale. Das war eine wichtige Information. Und mit dem zweiten Teil, beziehungsweise dem A-Finale, sehen wir uns dann wieder morgen um 14 Uhr, wenn der Bock hat. Bis dahin, oder Wiedersehen bei Let's Play Dirt 4.